Zeig mal deine Socken. Meine Socken sehen so aus und jetzt deine Socken. Zeig meine Socken nicht in die Kamera. Ja, die sind so. Sag mein Pulli, Alter, ich höre. Die sind so pink-blau gestreift. Was für Pink, Mann? Das ist ein hilfiger Socken. Sei mal leise, Alter. Guck. Hey Leute, was geht? Ich bin dran. Was geht ab und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Heute habe ich wieder meinen Freund Christian dabei. Wir sind jetzt offiziell zusammen. Nein, Spaß. Auf jeden Fall haben wir ja im letzten Video, das ist schon so 3 Monate her, haben wir gesagt, ja passt auf, wenn ihr Bock habt, dann machen wir mal den Boyfriend-Tag. Und zwar gibt's, ich bin ja Single jetzt, ne, das heißt, ich kann mit den Boyfriend-Tag machen, mit wem ich will. Und das, denken jetzt locker, wir werden zusammen. Sind wir doch auch. Sag nur, dass das Spaß ist, dass wir nichts... Das ist Spaß, Christian weint ja, sonst. No homo, Alter. Wir machen so Hashtag no homo. Hashtag no homo. Hashtag. Ja, ja, machen wir. Fügen wir alles ein. Haben wir jetzt schön besprochen. Auf jeden Fall würden wir sagen, wir wünschen euch ganz viel Spaß mit diesem Video. Und falls ihr uns auch so lieb nicht habt, so ernst, wie ich ihn, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wir müssen aber ernsthaft aber antworten, ne? Ja, erste Frage ernsthaft. Ist natürlich mal ganz simpel. Soll ich die stellen? Ja, stell sie mir. Erste Frage, Alex. Ganz simpel. Wo habt ihr euch kennengelernt? Ja, soll ich das beantworten? Oder wie ja, ist das so? Kannst du machen. Das war ziemlich genau vor mehreren Jahren. Nö. Ich glaube, das war... Das war im Kindergarten. Ja, ja. In der Marienkäfergruppe. Nein, genau. Ich war erst in der Marienkäfergruppe und er war auch in der Marienkäfergruppe. Dann war ich in der Froschgruppe und er in der Bienengruppe. Das war so traurig ohne ihn. Ich konnte nicht mehr, aber seit Grundschule waren wir dann wieder vereint. Und jetzt bin ich umgezogen. Das interessiert ihn nicht. Also jetzt sind wir zusammen halt einfach so. Ja, aber Fernbeziehung. Ich muss mal 20 Kilometer fahren, damit ich ihn sehen kann. Warst du schon mal bei mir? Nein. Ich war ohne Scheiße nicht bei dir. Du warst ja nicht bei mir. Aber erst mal hier. Ja, Mann. Frage Nummer 2. Okay. Ja, ich bin ganz ohr. Weiß jetzt zwar nicht, was das mit Boyfriend-Tag zu tun hat, aber Snapchat. Hä? Natürlich. Was denn Snapchat? Es geht doch darum, wie viel. Sei mal leise. Es geht doch darum, wie viel der andere über einen weiß, weißt du? Ach und so. Wenn ich deinen Snapchat-Namen weiß, dann bist du mir schon ziemlich wichtig, weißt du? Und ich weiß auch deinen Snapchat-Name. Nämlich Chris, ich hab eben doch auf Insta gefragt, stell uns Fragen. Weißt du, dein Snapchat-Name ist Chris 2013 Tian. Ja. Hört sich zwar ein bisschen gay an, aber ist okay. Und der ist hier auch schnell mal eingeblendet, damit ihr ihn enden könnt, weil wir sind wirklich nicht zusammen, aber er ist halt auf der Suche. Ach, Junge. Ja, doch, ich weiß deinen Namen. Alex, ja. Ganz normal geschrieben. Nein. Punkt. Ich meine mit zwei E's. Ja. A-L-E-E-X. X meine ich. Plus R-E-E. Richtig. Ja, auf jeden Fall, hier sind auch mal die Snapchat-Namen eingeblendet und check das mal ab. Snapchat. Was denn? Du sagst doch mal, boah, Snapchat haben wir schon 400 meine Story gesehen. Spaß. Okay, dann hast du das. Er braucht nur Aufmerksamkeit. So, Nummer 3. Was tut der andere am liebsten? Da habe ich auch so gedacht, nehme ich das jetzt mit rein, aber das hört sich schon schön an und deswegen machen wir das. Ja, okay, jetzt los. Du machst am liebsten YouTube-Videos, machst du ziemlich gerne, wirklich. Früher hast du mal Fußball gespielt, aber jetzt. Weißt du, was du am liebsten machst? Ich mache jetzt erstmal hier ein Video für Instagram. Für Snapchat. Pass auf. Playboy, Mayboy, neue Haare. Ah, miese Brise. Das machst du am liebsten. Und dann ist er auch noch hier so, Snapchat am Start ist er hier. Mit, ich will ja nicht sagen, nicht übertreiben. Du kannst die Punktzahl eh nicht normal sehen. Du kannst die Punktzahl nicht mehr sehen. Okay, ist nicht viel. Sind nur 91.000 Punkte auf Snapchat. Deswegen würde ich mal sagen, Junge, am liebsten machst du... Junge, normal. Junge, das hat die gar nicht so interessiert. Ich hab Privatsphäre. Hä? Ja, aber Hauptsache Snapchat öffentlich machen. Ne? Auf, was für öffentlich ist denn hier? Edit mich auf Snapchat. Ich nehme jeden an. Ich nehme euch, Alter. Ey, ich mach das aber mit rein. Ich nehme aber nicht jeden. Nummer 4. Lieblingsmusik. Ja, was höre ich am liebsten? Justin Timberlake, Mirrors. Oh, da kriege ich Gänsehaut. Das hat er einfach mal gesagt, weißt du noch? Junge, mal, das hab ich nie gesagt. Natürlich hast du das gesagt. Ja, also, kennst du das neue Lied von Justin Timberlake? Oh, Gänsehaut, ey. Junge, was für Gänsehaut. Aber ich höre gar keinen Justin Timberlake mehr. Ja, und jetzt? Ich höre so Black Music bestimmt. Ja, jetzt hier, du musst doch. Achso, deine Rap-Musik. Ist so, achso, ja, genau, meine Musik. Meine Lieblingsmusik ist. Alex' Lieblingsmusik ist. Skrillex. Was laberst du, Alter? Das habe ich vor 3 Jahren gehört. Also bin ich wohl nicht auf dem neuesten Stern. Das ist doch nicht, das gibt's doch nicht, Schatz. Dann hörst du. Justin Bieber hat auch mal eine Zeit lang gehört. Meine Haare sehen so aus, als hätte ich irgendwie in eine Steckdose gepackt, oder? Schreib mal in die Kommentare. Schreib mal, meine Haare sehen aus wie Steckdose gepackt. Was findest du am anderen am besondersten? Sind deine Augen, Alter. Meine Augen? Ich liebe deine Augen. Oh, okay. Du hast so lange Wimpern, ne? Schon im Kindergarten. Du hattest Wimpern. Ohne Witz, deine Wimpern sind so lang in Wirklichkeit. Das sieht man in den Videos nicht. Weil jedes Mädchen neidisch auf mich, ne? Ja, ist aber wirklich so. Deine Socken gefallen mir. Zeig mal deine Socken.
Zeig mal deine Socken. Meine Socken sehen so aus und jetzt deine Socken. Zeig meine Socken nicht in die Kamera. Ja, die sind so. Sag mein Pulli, Alter. Ich die sind so pink-blau gestreift. Was für Pink, Mann? Das ist ein hilfiger Socken. Sei mal leise, Alter. Guck. Hier. Er nimmt es voll Herz, aber ist okay. Ich mag deine Socken gerne, die pink-lila gestreift. Die sind nicht pink, Mann. Hier, du, die nächste ist gut, ey. Die nächste ist richtig Wenn gut. Du das mit den Socken reinnimmst, wie oft ist der andere schon fremdgegangen? Ja. Also, du bist ja schon früher öfters mal fremdgegangen, aber dann... Sowas kann ich eigentlich nicht rein, aber ich bin nicht eigentlich so, ich bin eigentlich nicht so einer, aber du bist mir... Oh, ich weiß nicht, aber schon oft, ne? Bist du mir fremdgegangen, du? Und ich habe aber auch nicht alles rausbekommen, glaube ich. Nee, sehr aber froh. Ich verzeih ihm halt immer wieder, aber er ist schon okay, wenn er so zweimal die Woche fremd geht. Ja. Ist okay. Ist in Ordnung. Solange sie hübsch ist, ne? Was? Meine Freundin, solange die hübsch ist, dann findest du das auch nicht so schlimm. Nein. Na, aber ich finde das wirklich so. Solange der Typ gut aussieht, ist mir alles egal. Wie viele Follower hat der andere auf Instagram? Ja, das kann man natürlich nicht sagen, weil sich das immer verändert. Ne? Aber zur Zeit, ich würde mal sagen, nach diesem Video hast du so an die 4000, oder? Boah, Junge, ich wetten? Locker nicht. Wetten nicht. Komm, wir wetten. Wetten nicht? Wetten, dann kriegen. Wetten wir, er hat nach dem Video 4000. Nee. Aber eine. Dann sagen wetten, wir, du hast nach dem Video 20.000? Ja, habe ich auch. Ja, das kommt mit rein. Drei Tage danach hast du 4000. Also, wir mal gucken. Also wenn ich gewinne, dann musst du mir. Warte kurz. Dann musst du mir Essen ausgeben. Okay? Essen ausgeben, ja, okay, ich lade dich ein. Schön. Gehen wir zusammen essen, so schick. Candlelight Dinner, ihr wisst Bescheid. Ja, du musst auch sagen, wie viele Follower ich habe, du passt da. Du hast 19,6. Falsch. 19,5? Falsch. Hä? 19,8. Fast schon 19,9. Okay. Ich muss vorlesen. Nein, ich bin doch jetzt mal dran. Du hast schon die letzten zwei. Nummer 8. Ich sag immer, der Mann liest. Nummer 8. Jetzt sei mal bitte leise. Wo war euer erstes Date? Oh, ganz schwer. Also im Kindergarten haben wir uns da nie getroffen, ne? Doch, jeden Tag. Ach, doch, ich weiß. Das erste Mal, als ich wirklich mich mit Alex getroffen habe, wo ich ihn auch gefragt habe, ob wir uns mal treffen wollen. Er hat gesagt, direkt bei mir. Und ja, dann hat er mir Gitarre vorgespielt. Aber du konntest nur so Akkorde spielen. Junge, du warst hier Schule, wir mussten hier so... Er wollte so vorspielen, so er denkt so, boah, ich bin voll heftig. Er kommt mit seiner E-Gitarre und... Kliert ein bisschen an den Seiten darum. Das war richtig romantisch. Die Lehrerin hat mir eins dafür gegeben. Ja, nicht, Mann. Locker. Nein, Leute. Auf jeden Fall, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, gerade zu drehen. Hä, wir sind noch nicht fertig. Normal, Junge. Das Video geht locker schon. Junge, das muss 10 Minuten gehen. Auf jeden Fall hoffen wir natürlich, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Dann machen wir jetzt hier ab und zu mal wieder öfter was zusammen, weil ihr mögt ihn ja so gerne. Und checkt auf jeden Fall sein Insta, meins natürlich auch, in der Videobeschreibung. Abonnieren nicht vergessen, um nichts mehr zu verpassen. Ich würde jetzt schon sagen, ciao, aber hier auf der linken Seite geht's weiter mit meinem letzten Video. Keine Ahnung, was das war. Checkt das auf jeden ab. Und hier auf der anderen Seite mit dem letzten Video von uns beiden. Und ja, haut rein, Leute. Ciao. Bäm.